Banditen, Riesenmüllberge und mir mittendrin. Und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider mit mir und mit der süßen Lara. Ja, zuletzt haben wir uns hier mit Wund versorgt in diesem Hubschrauber und dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt, haben einige von diesen Typen, diesen Füßenschweinen umgelegt. Füße Schweine, hier waren doch. Ich habe da eben noch was gehört. Da sind Ratten. Ich suche eigentlich die Schweine. Naja. So, wir haben jetzt auch Brandpfeile. Jetzt muss ich kurz gucken. So. Okay. Was hier mache ich doch mit der Schrot auf, gell? Ja. Hallo, ich bin zu Hause. Da oben. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das sollte ich vielleicht recht schnell schaffen. Wie ist kein Weg hier raus? Wahrscheinlich hinter dir, oder? Ach, der ist verwundet nur. Du Armer. So. Ausgewundet. Da kommen die nächsten. Wenn wir uns entdeckt haben, können wir auch. Aha. Und? Wieso geht das Fass da hinten nicht hoch? Wurde sie nicht getroffen. Ach, komm schon. So. Oh, da waren wir zu langsam. Ins Knie. Ausnahmsweise mal kein Pfeil ins Knie, sondern eine Kugel ins Knie. So. Jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen mehr sneaky zu gehen. Obwohl. Nee. Da können wir noch mal rein. Ich will hier eigentlich nichts verpassen. Aber ich glaube, es wird schwierig. Okay, da ist Bergis gut. Können wir es jetzt so runterschießen? Ja. Oh, hallo. Dem geht es leider nicht mehr so gut. Oh, da liegen ein paar. Achso, die Raben kann man abschießen, aber das bringt uns ja nichts. Ach, hier waren wir doch schon. Ey. Das wollte mich angreifen. Die Sau. Hä? Wo ist sie jetzt durch? Hier. Aha, die kann da durchglitschen, ich aber nicht. Da ist noch eine. Die Sau. So, dann gehen wir nochmal hier rum. Hä? Hier, waren wir schon überall. Das ist leicht verwirrend. Wo kamen wir denn jetzt? Hä? Ach, von hier. So, da wollte ich mich durchschießen. Um den Geocache da zu holen. Und eine antike Vase zu zerbrechen. Weil das macht Lara sehr, sehr gerne. So, komme ich da auch hoch oder ist der Stacheldraht scheiße? Der Stacheldraht ist scheiße. Aber da komme ich hoch. Hm.
Irgendwie sieht das hier verlassen aus, alles. Aber ich vertraue der ganzen Sache noch nicht so. Wir haben hier zwar einiges schon zerlegt, aber alles glaube ich noch nicht. So, da gibt es auch noch mal was. Zwei von 15 hier im Barackenstadt, oder wie das Ganze heißt. Das heißt, da können wir jetzt noch ein bisschen suchen gehen. Aber ich habe ja gesagt, ich mache hier keinen 100% Run. Sondern vielleicht 99%. Mal gucken. Ich will halt eigentlich schon alles sammeln. Aber was machst du da? Ach so. Aber ich bin in der Falle. Ach, fuck. Ach, wie viele kommen denn hier? Ach, da ist der Schildtyp. Ach. So, zack. Und nochmal. Ah. So. Für den Basis. Oh. Scheiße. Och, ich könnte mich nicht mehr bewegen. Das nervt doch. Sie ist nur ein Mädchen. So, das machen Mädchen. Ein kleiner Freund. So. Keine Brandpfeile mehr. So, da oben kommen Motten. Okay. So. War's das? Scheinbar war's das. So, irgendwie müssen wir das Ding da aufbekommen. Ich habe auch schon eine leise Ahnung, wie. Da ist nämlich eine Kurbel. Aber ich gucke mich, glaube ich, trotzdem nochmal hier um. Wenn es hier doch so viele Geocaches und sowas geben soll, dann gucke ich mal kurz. Ach, nochmal eine Waffenmodifikation. Pfeile haben wir mehr als genug. So. Ah, okay. Oh. Die haben eine ganz besondere Art, ihre Toten zu bestatten. Nicht sehr empfehlenswert. Ist, glaube ich, nicht so gesund. Was da noch alles liegt. Oh, Mann. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Fuck. Fuck. Hör doch auf, mit Pfeilen zu schießen, das tut doch weh. Ah. Oh Mann. Da holen wir uns wieder Bergungsgut und können die Schrotflinte fast abkommen. Noch eine Opferung.
mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Das da ist so echt das Letzte. Wer macht denn sowas? Sieht doch nicht gesund aus. Verrückte Jungs. Verrückte Jungs. Kann ich jetzt hier? Ne, das ist Schrot. Du hast aber noch lauter schönes Zeug für mich, oder? Ja, besser gesagt. Das ist ja nicht nur ein Duo. So, da drin gibt's auch was. Wie komme ich denn da rein? Ne? Zu. So, mal zu. Ne, da. Oh Mann. So. Gucken wir uns mal kurz um. Weil wir können ja jetzt auch die Artefakte durch Wände sehen. Da unten. So, wahrscheinlich da drin. Klopfen wir nochmal an. Guten Tag. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Aha, aha. Ein Pferd. Und da ist irgendwas. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Ah, da. Also, keine wirkliche Reliquie. Was haben die mit dem Pferd gemacht? Verdammt. So, da ist noch was. Bestimmt. Ach, da. Da ist noch ein Buch. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Ja, das ist hier der Schiffskapitän und der redet über unseren Vater. Der hat scheinbar auch unseren Vater gekannt. Das hier alles für eine Scheiße. Da ist noch was. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Ah, okay. Noch ein bisschen Kultur zwischendurch kann ja nicht schaden. Ach, da können wir mal erst die Tür aufmachen. So. Da, was ist das denn? Das können wir doch dann bestimmt mit Brandpfeilen. Interessant. Sehr interessant. Faszinierend. So, ich gehe trotzdem nochmal hier suchen. Ich weiß, ihr wollt, dass ich da hinten durchs Tor gehe. Aber ich will noch ein bisschen was entdecken.
Zum Beispiel hier lauter so Bergungsgut und sowas, weil wir wollen ja auch unsere Waffen upgraden. Und wir sind ja auch nicht zu selten gestorben, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das liegt natürlich nicht nur an den schlechten Waffen, die wir haben, sondern vor allem daran, dass ich halt einfach schlecht bin. So, schaffen wir das da? Geronimo! Nee, das hat weh getan. Von hier kamen wir, oder? Das ist der Start, ja. So, nochmal umgucken. So, wir sind da runtergesprungen, aber wir können ja jetzt wieder hoch, oder? Ja. Dann nehmen wir das noch mit. Und die Schatulle da hinten. Weil ich glaube, dann haben wir alle Reliquien. Ach, das ist ein Buch. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Okay, da ist einer voller Tatendrang. Mal sehen, wohin den das bringt. So. Was bringt uns das da? Da können wir nichts umstoßen. Nee. Wir können da scheinbar irgendwo eine Seilbahn machen. Wir gehen erstmal hier rüber gucken. Dankeschön. So, und dann... Oh, 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 oh. Halt dich fest. Da unten ist das Schweinchen. Schweinchen Babe in der großen Stadt. So, und da gehen wir rein. Und wieder. Noch eine Jadefigur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ja, kein Made in China drauf. Das könnte sogar echt sein. So, da haben wir zwei von diesen Figuren. Scheinbar gibt es hier irgendwo noch eine. Es ist echt schrecklich mit mir, ich weiß. Da hinten ist noch was. Da kann man auch noch was anzünden, oder? Ne, es ist nur da. Komme ich da hinten hin? Kann ich da einfach hochspringen? Ja. Okay, hier geht's auch nur Munition und Bergungsgut. Was ist denn jetzt los? Da ist noch was. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Och, das machen die doch extra, da es hier so viel zu sammeln gibt. Das ist doch unglaublich. Ich pack das Sammeln hier jetzt alles in eine Folge rein. Ich glaube, das ist auch in eurem Sinne. So, von hier aus können wir doch dann... Machen wir uns das da schon mal. Und hier gibt's noch was zu lesen. Lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet.
Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Also entweder ist dieser Matthias völlig bescheuert, oder das alles, was wir jetzt schon da gesehen haben, mit diesen komischen Kriegern und so weiter, das war alles nicht geträumt. So, wir müssen da hinten rüber. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts, wo wir noch looten könnten. Es gibt hier noch einiges, haben wir ja eben schon gesehen. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück. Geronimo! So, wir gehen aber hier oben rum zurück. Falls dann doch noch irgendwas hier zu finden ist. Autsch. So, und dann machen wir hier mal das Tor auf. Es klemmt. Okay, noch ein kleines Rätsel. Und zwar müssen wir das da, glaube ich, erstmal abbrennen. Bam. So, und jetzt geht's wahrscheinlich auf. Und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.